Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu Mass Effect Andromeda und wir sehen immer noch den wunderschönen Blick aus dem Fenster. Das bedeutet, ich habe mich noch nicht um irgendwelche Menüs und Co. gekümmert, aber wir reden jetzt erstmal hier mit Olvek. Ich nehme an, Sie sind der Mensch, über den alle reden. Falls Sie medizinische Versorgung benötigen, muss ich Sie enttäuschen. Ich fürchte, ich weiß nicht genug über die menschliche Physiologie, um Ihnen helfen zu können. Es sei denn, die Ionenbetten hätten eine Wirkung auf Sie. Was sind denn Ionenbetten? Was ist das Besondere an diesen Betten hier? Sie sind mit negativ geladenem Ionengel gefüllt. Das Gel interagiert mit unserer natürlichen Elektrizität und beschleunigt dadurch den Heilungsprozess. Denken Sie, das würde auch bei anderen Spezies funktionieren? Ohne Bioelektrizität wird es nicht von allzu großem Nutzen sein. Es könnte höchstens ein wenig schmerzlindernd wirken. Ja, das ist doch schon mal etwas, oder? Ihre Spezies ist also elektrisch geladen? Unsere Körper produzieren und speichern Elektrizität, die wir als Energiestoß freisetzen können. Wir nutzen diese Fähigkeit zur Kurzstreckenkommunikation, zur Heilung und sogar im Kampf. Ich muss zugeben, die Erkenntnis, dass Ihre Spezies dazu nicht in der Lage ist, hat mich überrascht. Einige von uns sind Biotiker. Das ist in gewisser Weise ähnlich. Interessant. Ich würde diese Biotiker gerne einmal untersuchen. Meine Ärztin sollte wissen, wie sie Jol behandeln kann, falls er verletzt wird. Haben Sie irgendwelche Informationsquellen, mit deren Hilfe sie ihre Behandlungsmethoden erlernen könnte? Wie ich sehe, bedenken Sie jegliche Eventualitäten. Jol ist in guten Händen. Ich habe verschiedene medizinische Fachzeitschriften über die Behandlung von Angara sowie die Vermeidung von Komplikationen. Sie können sie gerne hochladen, damit sich Ihre Schiffsärztin mit unseren Verfahren vertraut machen kann. Ich mache mich dann mal wieder auf den Weg. Ishare. Ishare wird wohl auf Wiedersehen heißen. Nehme ich mal an. Ansonsten können wir hier mit niemandem reden. Hier war hier nicht jemand oder war das der? Kann ich hier mal rein? Ah, da ist Cora. Was macht sie denn hier? Ich werde ständig angestarrt. Wie auf Tessia bei der Ausbildung zur Asari-Elite-Soldatin. Wir sind die Aliens. Für einige Angara sind wir die einzigen Menschen, die sie jemals sehen werden. Das ist schon was Besonderes. Was auch passiert, wir werden es besser machen als die Cat. Das auf jeden Fall. Also, das ist wieder ein Händler. Da habe ich ja gesagt, kümmere ich mich noch drum. Aber nicht jetzt. So, mit wem müssen wir hier noch reden? Mal kurz auf die Karte gucken. Wir müssen. Hauptquartier des Widerstands. Achso, das sind keine Dings, das sind nur. Ja, mit dem, den habe ich doch gar nicht gefunden, oder? Bin ich irgendwie doof? Ich muss in die andere Richtung. Ist er das? Er ist das! Ich habe schon gehört, dass Sie mich aufsuchen würden und Ihnen ein Datenpad mit unseren Gesetzen in Bezug auf den Krieg vorbereitet. Beherzigen Sie sie. Ah, sehr schön. So, das Datenpad hier nehmen wir auch mit. Ah, lesen. Okay, habe ich gelesen. Alles klar, den haben wir. Einen hatten wir sowieso schon. Da ist das, wo wir hin müssen. Hier ist noch was. Ja, da gehen wir als nächstes hin. Und hier ist auch noch jemand. Okay, wir sind da oben. Das heißt, wir gehen hier entlang. Ich hoffe, ich habe meine Orientierung jetzt einigermaßen im Griff. So, hier entlang. War das hier? Ja, okay, hier kann man auch lang gehen. Machen wir das. Die beiden lassen wir mal in Ruhe. Nochmal kurz gucken.
Ja, aber wir müssen irgendwie... irgendwie rechts lang. Hier so. Ah, hier unten könnte jemand sein. Nee, da oben. Da muss es irgendwie reingehen, links in ein Gebäude, ja? Hier hoch. Hier hoch. Ja, das sieht ganz gut aus. Ah, da ist auf jeden Fall jemand, mit dem wir reden können. Und daneben müsste der andere sein, oder? Erstmal hier. Hallo. Arbiter Renav hat sie bereits angekündigt. Ich habe ein Datenpad vorbereitet, das unsere Gesetze ausführlich beschreibt. Machen Sie sich mit ihnen vertraut. Auf jeden Fall. Zack, bumm, vertraut gemacht. So, alles abgeschlossen, das ist super. Bringt uns das irgendetwas? Wahrscheinlich nicht. Pathfinder, ich bin Enro Bosan, der Assistent der Gouverneurin. Wie Sie sich sicher vorstellen können, hat Ihre Ankunft hier die Bewohner Ayas beunruhigt. Trotz allem, was ich getan habe, und das kann ich Ihnen nicht verdenken, ja. Es wird noch lange dauern, bis Sie Fremden wieder vertrauen können. Ja, und genau deshalb wollen Sie, dass die Nexus Ihnen zuhört. Wir haben in der Stadt Terminals aufgestellt, an denen die Einwohner Nachrichten an die Nexus hinterlassen können. Ich wüsste es sehr zu schätzen, wenn Sie sich die Zeit nehmen und diese Botschaften an Ihre Leute weiterleiten würden. Das können wir machen. So, gleich mal aktiviert hier die Quest. Das machen wir doch schnell. Wir müssen ja sowieso Vertrauen gewinnen. Was ist das denn hier? Die Moschei wird beim Gewölbe auf Sie warten. Danke. Aber da ich schon mal hier bin, können wir uns vielleicht unterhalten. Natürlich. Das bin ich Ihnen schuldig. Wissen Sie, als ich Sie damals durch unsere Stadt geführt habe, war ich mir nicht sicher, ob ich das Richtige tue. Aber Sie haben mir bewiesen, dass meine Zweifel unberechtigt waren. Nein, mehr als das. Sie hätten die Gefangenen nicht vor dem Aufstieg retten müssen. Ich frage mich, ob Ihnen überhaupt bewusst ist, wie viel uns das bedeutet. Wir sitzen alle im selben Boot. Die Initiative will Ihnen helfen. Und ich will daran glauben. Sie sind vollkommen anders als die Kett. Was kann ich für Sie tun? Ja, quatschen wir mal. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir vielleicht helfen, mich mit Ephra gut zu stellen. Ich wünschte, ich wüsste, wie das geht. Das würde mir meine Arbeit deutlich erleichtern. Manchmal scheint es, als würden Sie überhaupt nicht miteinander auskommen. Und dann wiederum... Er ist ein brillanter Taktiker und inspirierender Anführer. Wir sind uns nur einfach nicht einig darüber, was für unser Volk das Beste ist. Ihr denkt, Geheimhaltung und Isolation würden uns schützen. Und was denken Sie? Dass wir die Kett nicht allein besiegen können. Ebenso wenig wie Ihre Initiative. Ja, Ephra ist nicht einfach, aber er will ja auch nicht irgendwie seinem Volk schaden. Ihr Volk verehrt die Moschei. Was hat sie getan, um sich diese Bewunderung zu verdienen? Nach dem Auftauchen der Geißel lag unsere Zivilisation in Trümmern. Diejenigen, die den Wiederaufbau leiteten, waren Denker, Experten und Erfinder. Die Moschei ist die brillanteste Wissenschaftlerin unserer Generation. Sie hat uns in ein neues Zeitalter technologischer Innovationen geführt. Und als die Kett angriffen, hat sie ihre Technologie studiert und ihre Taktiken ergründet. Ihr Volk hat sein Überleben ihr zu verdanken. Wir haben ihr alles zu verdanken. Und wir werden auch alles tun, um sie zu beschützen. Ich habe einige Fragen über ihre Kultur. Ich werde sie Ihnen gerne beantworten. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Aber das hier ist doch nicht Ihre einzige Stadt, oder? Natürlich nicht. Es gibt sowohl auf Volt als auch auf Haval mehrere große Bevölkerungszentren. Und hier auf Aya gibt es ebenfalls zahlreiche weitere Ansiedlungen wie diese.
Stehen diese Orte Besuchern offen? Irgendwann vielleicht. Mir ist aufgefallen, dass Sie, Aphra und Jarl alle auf unterschiedliche Weise sprechen. Als die Geißel erstmals zuschlug, gab es viele angaranische Welten. Sie waren jahrhundertelang voneinander abgeschnitten. Aus diesem Grunde haben sich unsere Kulturen und unsere Sprache unterschiedlich entwickelt. Aphra wurde auf Volt geboren, Jarl auf Haval. Und Sie? Meine Heimatwelt wurde von den Kett zerstört. Die Überlebenden waren gezwungen, von dort zu fliehen. Letzten Endes fanden wir dann auf Aya Zuflucht. Meine Familie hat mitgeholfen, diese Welt zu besiedeln. Aya scheint für die Angara eine besondere Bedeutung zu haben. Aya ist ein Paradies. Diese Welt ist ein Geschenk. Wir haben die Vessal eingeführt, damit irgendwann jeder diesen Ort erleben kann. Wenn auch nur für kurze Zeit. Die Vessal? Die Zeit der Veränderung. Ayas Ressourcen sind zu begrenzt, als dass unser gesamtes Volk hier leben könnte. Deshalb erhält jeder von uns das Privileg, einige Jahre auf Aya verbringen zu dürfen. Und wenn unsere Zeit um ist, machen wir Platz für jemand anderen. Dieser Kreislauf wiederholt sich unser ganzes Leben lang. Werden Sie auch irgendwann gehen müssen? Ja, irgendwann schon. Aber im Moment werde ich auf Aya gebraucht. Also, was machen Sie, wenn Sie sich hier amüsieren wollen? Das Tavetan ist ein beliebter Ort, um seine Freizeit zu verbringen. Okay, aber was unternehmen Sie denn so? Sie können ja schlecht die ganze Zeit arbeiten. Produktivität ist die beste Art der Entspannung. Und außerdem hervorragend geeignet, um extrem gestresst zu werden. Sie klingen wie meine 10 Brüder. Sie haben 10 Brüder? Und 8 Schwestern. Zum Glück ist es Ihnen nicht gestattet, mich bei der Arbeit zu stören. 10 Brüder und 8 Schwestern. Sie haben eine ziemlich große Familie. Eigentlich nicht. Wie viele Geschwister haben Sie denn? Nur eine Schwester. Sarah. Oh. Was ist mit den anderen geschehen? Nichts. Unsere Eltern hatten nur 2 Kinder. Diese Versager. Das klingt erholsam. Bei unserem Familientreffen ist es so laut, als würde man direkt neben dem größten Wasserfall auf Aya stehen. Meine Mutter behauptet sogar, ich wäre nur Gouverneurin geworden, damit mir die Leute zuhören müssen. Und? Hat sie recht? Sie hat immer recht. Wie ist es, für einen ganzen Planeten verantwortlich zu sein? Ich nehme an, so ähnlich wie der Pathfinder zu sein. An manchen Tagen ist es eine Bürde. Die meiste Zeit über weiß ich aber, dass ich genau da bin, wo ich sein sollte. Und wie sind Sie Gouverneurin geworden? Werden Ihre Anführer durch Volksabstimmung gewählt? Wenn Volksabstimmung bedeutet, dass man so lange lautstark debattiert, bis nur noch ein Kandidat übrig bleibt, dann ja. Ich habe dieses Amt inne, weil ich bereit war, die damit verbundenen Verpflichtungen auf mich zu nehmen und dafür zu kämpfen. Lässt Ihnen Ihr voller Terminkalender überhaupt Zeit, sich mit jemand Besonderem zu treffen? Für mich ist jeder auf seine Weise etwas Besonderes. Das habe ich nicht gemeint. Oh, nein, das hat für mich im Moment keine Priorität. Eines Tages vielleicht? Ich habe den Eindruck, es gibt Spannungen zwischen Ihrer Regierung und dem Widerstand. Wer von Ihnen hat tatsächlich das Sagen? Aphra gibt gerne Befehle. Zumindest bis zu dem Punkt, an dem die eigentliche Arbeit bei der Verwaltung einer Stadt beginnt. Der Widerstand ist gut darin, uns vor den Kett zu beschützen, aber unser Volk braucht mehr. Ich weiß inzwischen, wie weit ich Aphras Wunsch nach Kontrolle nachgeben kann, ohne dadurch meine eigene Position zu schwächen. Okay. Danke für Ihre Zeit. Ishare, Pathfinder. Ishare, ja, das scheint auf Wiedersehen zu heißen. So, oh, was ist da? Moment. Eine Konsole. Ach so, ja, alles klar. Vielleicht mal ein bisschen abscannen kann man hier auch nicht, ne? So richtig viel abscannen konnten wir hier nicht. Nur ganz am Anfang ein bisschen. Naja, dann gehen wir halt und suchen mal diese Dinger. Wie viele sind das insgesamt?
4 Stück. Ach, hier haben wir ja das Jetpack nicht. Ich wollte gerade da runterspringen. Das hier? Oh, Moment, Moment. Botschaft vom Bürger der Nexus. So. Inhalt bearbeiten und dann weiterleiten. Unbearbeitet an die Nexus weiterleiten. Danke, betreff gehen Sie nach Hause. Das hier ist nicht Ihre Galaxie. Sie gehören nicht hierher. Wer glauben Sie? Durchschaut und viele andere Teile. Okay. Wenn Sie Frieden und Freundschaft wollen, Pavor. Wenn Ihre Herzen voller Niedertracht sind, werden Sie sterben. Mehr müssen Sie nicht wissen. Pavoa, mein Name ist... Okay, also ein paar nette Worte, paar schlechte, aber wir schicken es unbearbeitet. Denn das ist nun mal das, was die Bürger schreiben. Einige trauen uns, andere nicht. Wir brauchen Geschlossenheit, okay... Pavor und Ishare, Ihnen allen. Ich schreibe diese letzten Tage, ich habe ein langes Leben geführt, okay? Wir wünschen Ihnen Frieden und Glück. Niemand wird das hier lesen. Der Pathfinder wird diese Nachricht niemals lesen, von der Nexus ganz zu schweigen. Wir benötigen so verzweifelte Verbündete gegen die Cat, dass wir bereit sind, denselben Fehler bei neuen Aliens zu wiederholen. Diese kleine Aktion darf des Gouverneurs überhaupt nichts ändern. Ach, doch, ich hab's gelesen, mein Freund. Und wir werden schon beweisen, dass wir auf eurer Seite sind. Solange ihr uns natürlich nicht ans Leder wollt. So, machen wir hier noch bei ihr schnell. Schließen Sie sich unseren Kampf an. Das tun wir sowieso. Führen Sie Krieg untereinander. Ja, das tun wir tatsächlich. Wir haben noch viel zu lernen. Ich glaube an unsere Zukunft. Das sind doch positive Nachrichten. So, bleibt nur noch eins übrig. Ich glaube... Ja, wir gehen mal hier durch. Ach, da können wir gar nicht durch. Dann gehen wir doch den anderen Weg. Ein Terminal müssen wir noch erwischen. Aber wo? 92 Meter, ja. Ja. So. Ah, da kommen wir wieder nicht durch, okay. Oh, jetzt müssen wir nach rechts. Scheiße, ich wollte nach links. Ja, egal. Hier runter. Es ist halt nicht so einfach. Es ist echt ein bisschen verwinkelt. Aber wir kommen voran. 40 Meter noch. Aus dem Weg, ihr Lumpen. Da ist es doch. So, was habt ihr hier so? Warum sind sie hier? Fragen, welche ihre Spezialität konnte eigentlich diese sogenannte Initiative? Lassen sie Haval in Ruhe. Teilen sie ihre Errungenschaften. Ja. So, Stufenaufstieg auch geschafft. 5 Fähigkeiten. Ich muss da unbedingt mal an meine Fähigkeitspunkte ran. Moment, in diese Richtung. Moment. Ich will ja hier noch einen... Mit einem muss ich hier noch reden. Ah, da ist er. Er hier. Handel. Ist das eine Frage oder eine Aufforderung? Eine Überlegung. Tauschen Sie Waren und Dienstleistungen? Wie funktioniert Ihr Wirtschaftssystem? Ach so. Wir bezahlen mit einer Währung, die wir Credits nennen. Sie sind ein abstrakter Gegenwert für die erhaltenen Waren. Die Cat haben uns Geschenke angeboten und merkwürdige Tauschgeschäfte gemacht. Sie haben nie gehandelt. Was sind Ihre Credits wert?
Was können wir mit Ihnen anfangen? Sie können damit alles bezahlen, was wir verkaufen. Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Was bieten Sie denn an? Das ist Verhandlungssache, ja. Ich weiß nicht. Was wollen Sie denn? Ihr Schiff. Das steht nicht zum Verkauf. Ein Versuch war es wert. Natürlich. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja. Mein Name ist Zorka. Ich transportiere Fracht zwischen Arya und anderen Welten. Das ist eine gute Arbeit. Und ich bin gut darin. Sie sind hier, um meinem Volk zu helfen? Beweisen Sie es. Ich brauche Hilfe. Einer meiner Lieferanten auf einem anderen Planeten meldet sich nicht mehr. Er hat einige Dinge, die ich brauche. Es gibt möglicherweise Probleme. Nur um eventuelle Missverständnisse zu vermeiden. Was verstehen Sie unter Probleme? Naturkatastrophen, Raubtiere, Unglücke. Was verstehen Sie denn darunter? Dasselbe. Was genau befördert Ihr Lieferant? Vorräte, die ich brauche. Dinge, die mein Volk am Leben erhalten. Unverzichtbare Güter. Sie haben ein Schiff. Ich habe den Nav-Punkt meines Lieferanten. Sein Name ist Keldo. Finden Sie ihn und seine Vorräte. Kommen Sie wieder zurück und beweisen Sie dadurch, dass Sie wirklich helfen wollen. Dann handeln wir vielleicht. Ja, kein Problem. Das werden wir erledigen. Aber zuvor gehen wir mal auf unsere... auf unsere Kiste hier. Oh. Ah, das ist ja gar nicht unsere Kiste. Das ist so ein angarisches Shuttle. Darf ich da rein? Wir müssen sogar da rein, ne? Der bringt uns jetzt nämlich weg. Ich war seit über 20 Jahren mit niemandem mehr hier. Es gab immer eine aktive Anzeige für Arya, aber wir konnten nie etwas tun. Okay, mal sehen. Sam? Ja, das ist neu. Ist das ähnlich wie auf Eos? Sagen Sie mir, was sehen Sie? Ich denke, die entscheidende Frage ist, was ist anders? Also, was sehen Sie? Die Gewölbe. Wir wissen, sie sind ein Netzwerk. Allerdings... sind sie nicht miteinander verbunden, sondern mit diesem Ort? Dieses Bild hat mir der Archon auf einer Reliquie gezeigt. Er nannte es Meridian. Und Ayas Gewölbe ist offenbar als einziges vollständig damit verbunden. Und es macht, wozu es gedacht war. Terraforming. Das Gewölbe auf Eos ist ebenfalls präsent, aber verändert. Unser Zugriff darauf hat die Verbindung beeinflusst. Was denken Sie, Professor? Ich denke, Meridian ist das Kontrollzentrum sämtlicher Gewölbe. Diese Entdeckung könnte alles verändern. Wenn wir Meridian erreichen, könnten wir von dort aus ganz Helios zum Leben erwecken. Langsam, Ryder. Der Archon weiß, wo es ist. Er war bereits dort. Was? Wo? Auf Meridian? Natürlich. Deshalb die Folter. Ich sollte ihm helfen, es zu benutzen. Weil er es nicht kann. Meridian ist unsere größte Chance zu überleben. Wir müssen es ihm entreißen. Ja. In seinen Händen könnte eine derartige Macht unser aller Ende bedeuten. Oh, das ist, das wird nicht zulassen. Ja. Rational oder emotional? Deshalb werde ich es auch verhindern. Für die Sicherheit meiner Leute ebenso wie ihrer. Sie brauchen diese Reliquie. Vielleicht weiß ja der Widerstand, wo das Schiff des Archons zu finden ist. Ich rede mit Ephra, damit er sie unterstützt. Wir treffen uns dort.
Okay, Meridian. Gibt's auch bei Horizon Zero Dawn hier Meridian. So, jetzt müssen wir noch mit Evra reden. Ah, wo ist der? Wir gehen schon mal in seine Nähe auf jeden Fall und werden dann eine Pause einlegen. Mit Evra reden. Wo ist der überhaupt? Moment mal. Was? Nee, 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 mein Freund. Hier. Ich möchte die Karte sehen. So. Da hinten ist der. Ja, dann reisen wir schnell dorthin. Ja, im nächsten Part würde ich sagen, reden wir mit Evra und werden dann aber auch erstmal wieder auf die Nexus zurückkehren. Da haben wir auch noch ein bisschen was zu erledigen und dann machen wir mal ein paar Nebenquests. Und ja, mal gucken, wir müssen ja auch noch Poker spielen mit Gil und so. Wir haben also noch einiges vor uns. Wir müssen diese Fracht retten von einem der Angara und so weiter und so weiter. Es ist also noch längst nicht vorbei, dieses Abenteuer. Und ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Rinjehauen. Bis zum nächsten Mal.